Die G7 Außenministerinnen und Außenministerinnen da haben ihr dreitägiges Treffen in Schleswig-Holstein beendet. Zentrales Thema war der russische Angriffskrieg. Dabei erklärten sie, dass alle G7-Staaten den ukrainischen Streitkräften notfalls noch jahrelang Waffen und andere militärische Ausrüstung liefern wollen. Zu der durch den Krieg verursachten Lebensmittelkrise äußerte sich Außenministerin Baerbock vor wenigen Minuten in ihrer Abschlusserklärung. Russland hat sich bewusst entschieden, den militärischen Krieg gegen die Ukraine nun als Getreide- oder man kann auch sagen Kornkrieg auf viele Staaten in der Welt, insbesondere in Afrika, auszuweiten. Mit der Blockade ukrainischer Getreideexporte durch Zerstörung von Transportwegen und Lagern durch den russischen Einmarsch im ukrainischen Territorium im Osten und im Süden des Landes sind wir jetzt mit dieser unglaublichen schwierigen Aufgabe konfrontiert. Durch Russlands Handeln fallen Lieferungen aus, steigen Preise nicht nur bei uns, sondern weltweit ins Unermessliche. Und es droht brutaler Hunger.